Oh! Weg, oh, das muss doch nicht sein! Haben Sie schon mal einen Mann geküsst, Herr Hilton? Beschreiben Sie mir die Beziehung zu Ihrer Mutter. Also, da kann ich mitreden. Ben, sprich die Frau mit den Tattoos an! Bernd, Bruder, was geht ab? Ach, alles gut, so, ich hab mich erholt, ne? Ein Elch, kein Vogel! Ja? Ja. Hat sich erholt nach dem Schock? Herr Oleke? Ja, Mumu. Ja, komm. Na, machen. Einen wunderschönen guten Abend, alles gut bei Ihnen? Ja, geht so. Ich, Holt den mal, wir warten abholen, hier. Herr ja, wo sind mal, Sie denn gerade? Das ist jetzt, also... Würfelpark? Nee, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären. Ja, okay. Können Sie mir einen Standort schicken? Ist jetzt nicht so ganz um die Ecke, ja? Dann bis gleich, Herr Oleke. Ich habe jetzt auch schon die Polizei gerufen, weil ich glaube, das wird eine fette Rettungsaktion hier oben. Warum sitzt du denn auf einem Berg? Bleibst du im Auto oder ich im Auto als Backup? Habt ihr wirklich Sorge, dass jetzt was passiert? Also ich meine... Ich weiß nicht, bei Ayo weiß man halt nie, bei ihm ist immer Action. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Wir sind hier über dir. Ich bin jetzt extra hier hochgefahren. Ich will, wollen die uns hops nehmen oder was? Bernd? Müssen wir uns Sorgen machen, Ayo? Nee. Ihr werdet nicht kommen, Rose. Willst du fahren? Ja, ich schaff das. Nee, Lolita hat gesagt, ich krieg eine Überraschung, wenn wir das schaffen. Nee. Längs ihm. Oh mein Gott. Bin, stopp. Ich mach mir gleich in die Hose, ey. Wenn du Ayo hast, drück einfach, komm nach vorne. Komm, sie durch. Jetzt vorbei. Alles gut. Ich hab alles unter Kontrolle. Alles unter Kontrolle. Stimmt nicht. Wir haben zwei Türen verloren, aber es ist nicht so schlimm. Es geht da um das Klimakonzept des Wagens. Ja, genau. Mit 140. Ayo, du hast gesagt, ich soll Gas geben. Weil das... Ich hab jetzt was für dich. Oh Gott, was krieg ich jetzt? Geil! Was hast du denn bekommen, eine schwarze Rose? Ein Glitzerlolli. Ayo, Ruhe. Wow! Ja, danke! Echt Mann. Jetzt? Ja. Oh mein Gott! Ein Glitzerlolli. Das ist ja incredible. Awesome. Hallo, sag mal. Alles gut bei Ihnen. Hast du noch Fleischteil im Arsch oder was? Was ist denn mit dir los? Hey, wir wollen gleich noch shoppen gehen. Bernd braucht ein neues Outfit. Bernd. Guck mal hinten in den Nacken von der Frau. Dasselbe Tattoo wie du. Entschuldigung, die Frau. Entschuldigung, darf ich Ihnen was zeigen? Schauen Sie mal, wir haben ein Partner-Tattoo. Scheiße, Mann. Sehen Sie das? Ja, aber das hat nichts zu bedeuten, glaube ich. Das haben ich glaube schon. Das ist Schicksal. Das ist Schicksal. Ich hab da was für dich. Warten Sie mal ganz kurz, die Dame. Darf ich Ihnen ganz kurz etwas geben? Bitte kein Lolli oder so, ne? Dann kriegst du eine auf die Fresse nämlich. Wie bitte? Ach so, nee, dann ich... Nee, okay, gut. Partner-Tattoo habe ich und mein Freund. Ist das denn so eine offene Beziehung oder ist das eher so ein Ding, also wo noch Platz ist für einen Dritten? Polyamorie ist ja mittlerweile weit verbreitet. Aber ich verdiene sehr gut, wenn das vielleicht was zur Rolle spielt. Ich bin ein Gelehrter, ich bin Diplompsychologe. Bernd, komm. Ich muss fahren, ich habe der Frau gesagt, ich fahre ein teures Auto. Ich bin reich! Oh, eine Krawatte macht schon deutlich besser. Schaut mal, schau mich an. Wie ein neuer Mensch. Finde ich, hat er. Also sieht geil aus, Digga. Ich glaube, ich hole mir jetzt noch eine Uhr. Ich kaufe mir jetzt eine Uhr von meinem Geld. Wo ist die Bank? Da vorne ist die Bank. Wir fahren eine Uhr kaufen. Zack, ich habe mir eine Uhr gekauft. Das wird man sich definitiv nicht übersehen. Wow. Wie ein neuer Mensch. Was ist denn jetzt mit dir bei. Ganz schön cool, oder? Du siehst echt dull aus, ja. Dankeschön. Das macht mich schon ein bisschen an, muss ich sagen. Hey, bringt mir einen wunderschönen guten Abend, Sir. Bernd Wolter, mein Name, Diplompsychologe. Wie geht es Ihnen? Was verschafft mir denn hier die Ehre? Ihr gutes Aussehen, Sir. Sir, Sie sehen unheimlich gut aus heute. Achtung! Hallo. Schönen guten Abend. Dürfte ich kurz einen der Damen eine Überraschung überreichen? Hier die rein, da? Ah ja, okay, wunderbar. Ah, jetzt habe ich sie. Naja, ihre Überraschung war durchaus köstlich. Ich kann mit den Frauen nicht so gut. Ich kann das nicht. Ich versuche das nochmal. Ich habe da noch was für die Dame. Jetzt geht's los. Das ist für Sie, weil Sie so süß sind. Ein Lebkuchenhaus. Sollte eigentlich eine Zuckerstange sein. Ich hab's hier mitgebracht, weil du so süß bist. Okay. Die Damen. Danke. Kein Problem, Schwester. Ich hoffe, es schmeckt gut. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend und die eine Frau ist ohnmächtig geworden. Soll ich eine Mund-zu-Mund-Beziehung? Ach so, sie steht wieder. Sehr schön. Hey. Aufstehen, die Dame. Mund-zu-Mund-Beatmung. Okay, mir geht's wieder gut. Sehr schön. Sehen Sie, ich habe der Frau das Leben gerettet.
Au! Au, das muss doch nicht sein! Ja gut, ich wollte nur reanimieren und lebensretten. Ich bin raus. Herr Hilton, einen schönen guten Abend. Ich befinde mich gerade im Staatsgefängnis und dachte, dass eventuell die Möglichkeit wäre, die Therapiesitzung einmal nachzuholen, die ich Ihnen angeboten hat, auf kostenloser Ehrenbruderbasis. Herr Hilton, wie geht es uns denn heute? Ich muss sagen, ich habe einige komische Träume. Okay. Ich habe von einem Mädel geträumt, die, ja, die mit ihren Füßen ihn runtergeholt hat. Okay, das ist nichts Abnormales. Woher wissen Sie das, Herr Oleke? Herr Oleke ist Traumdeuter. Sie sind auch während des Traums zum Orgasmus gekommen, nehme ich an. Herr Hilton. Ja, das Problem war, in diesem Traum war halt nicht nur diese Frau, sondern war auch ein Mann. Ein Kollege von mir, der heißt Cody. Was hat dieser Mann gemacht in dem Traum? Er war einfach nur da gewesen. Und hat dabei zugesehen. Er hat dabei zugesehen, ja. War schon nice, dass er da war. Haben Sie schon mal einen Mann geküsst, Herr Hilton? Wie hat sich das für Sie angefühlt? Gut, also das war mein Vorbild. Oh, verdammte Scheiße, wir haben Einbruch. Sicherheitsdings direkt am Gefängnis. Wie wär denn hier? Ich glaube, Hilton ist homosexuell. Entspannt euch! Schön hin und her. Wir lernen schon bereits, Leute. Woher kommt diese Musik? Das ist Herr Oleke, der macht ein bisschen was Beruhigendes an. Das beruhigt mich nicht, das macht mich irgendwie aggressiv. Hilton, beschreiben Sie, was war das Schlimmste, was passiert ist mit Ihrer Ex-Freundin? Das Schlimmste, was mit meiner Ex-Freundin passiert ist. Verdammt, das ist voll laut, Mann! Weißt du, was mit meiner Ex-Freundin wirklich passiert ist? Ich habe Joanna eingeladen und meinte, hey Joanna, komm, wir fliegen mal von Los Santos auf eine andere Insel. Aber Joanna kam zwar mit, aber sie hat mir einfach gesagt, nein. Willkommen im Wangtang. Herr Hilton, sind Sie tatsächlich fremdgegangen? Herr Joanna sagt bis heute, dass es so wäre, aber im Endeffekt, nee, eigentlich nicht. Joanna war eigentlich die Hure. Sie kennen ja meinen besten Freund Cody. Natürlich. Das Problem war gewesen, dass... Wir sind gerade mitten in einer Therapiesitzung. Das ist... Wir sind mitten in der Therapiesitzung, das kommt nicht gut, ich hab... Eine Frühlingsvolumen mit. Oh, das ist eine Frühlingsvolumen mit und wollte ich es nicht... Eine Frühlingsschule mit. Und ich sag zu Joanna, hey Joanna, ich wette mit dir, du schaffst es nicht, dass du mir einen runterholst und mein Sperma auf eine 1-Euro-Münze aufkommt. Ja. Und ja, Joanna hat es dann doch geschafft. Mhm. Und dann bin ich runtergegangen zu meinem besten Freund Cody. Und Cody meinte, ich will jetzt diese 1-Euro-Münze in den Mund nehmen. Ja, und hat mein Kollege diese 1-Euro-Münze halt echt in den Mund genommen. Das ist ja eine verrückte Geschichte. Das ist eigentlich wie Fremdgehen, weil da hat ja mein Kollege eigentlich meinen Sperma in den Mund genommen, aber das war schon mal Fremdgehen eigentlich. Ganz wichtig ist dabei anzumerken, dass dann der Kollege, der es tatsächlich in den Mund genommen hat, derjenige sind mit den homosexuellen Tendenzen ist. Das ist ganz wichtig, dass man das vielleicht noch hervorhebt. Schön, dass Sie diese Story so gut erweitern können. Ja. Der Psychologe. Über die Beziehung zu ihrer... Ich bin hier in Phantasialand. Eine Frühlingsschule. Beschreiben Sie mir die Beziehung zu Ihrer Mutter. Also da kann ich mitreden, weil das in seiner Mutter ist gut. Wir haben ja gute Fortschritte gemacht. Ajo, das machen wir sehr gut. Ich glaube, der Gesang hilft ihm wirklich weiter. Ja, ich glaube auch. Herr Hilton, ich würde Sie gerne animieren, dass wir jetzt ganz kurz zusammen ein wenig Yoga machen, ja? Ein wenig. Ist doch eh nicht bereit. Ja, doch. Oh. Herr Oleke. Das ist reingeschissen, Ajo. Herr Oleke, wenn Sie da was von dem Kehlengesang dazu machen könnten. Auf drei, wir machen alle gemeinsam um. 1, 2, 3. Om, om, om. Das habt ihr alle toll gemacht. Vielen Dank. Herr Hilton, bitte. Können Sie bitte die Waffe wegpacken? Herr Hilton. Auch wenn das ist... Herr Hilton. Komm, trau dich. Schieß den Gummigeschoss. Komm, trau dich. Komm, schieß. Hat Ihnen diese Therapiesitzung weitergeholfen? Ich habe das Gefühl, diese Therapiestunde hast du schon mal gemacht als vorher. Herr Hilton, und jetzt noch einen Abschiedstanz, alle zusammen. Ein letztes Mal, Herr Hilton. Ein letztes Mal. Es kann wir müssen da noch los. Einen schönen Tag. Ajo, wir haben da wirklich Wunder bewirkt.
Wir fahren einmal zum Anwesen, Ayo. Und da haben wir die nächste Therapiesitzung. Wir kriegen jeweils 20.000 dafür. Herr Heusmann, das in der weißen Jacke ist der Herr Oleke. Der ist ebenso Therapeut und steht uns heute ein bisschen in der Therapiesitzung bei. Wir haben daraus eine Gemeinschaftssitzung gemacht. Schon guter Abend. Mein Name ist Herr Dr. Ayudel Oleke. Warum sind Sie heute zu mir gekommen? Weil ich ja jetzt vertiefen möchte, wegen des weiblichen Geschlechts auch. Bezüglich des Ansprechens von Frauen? Ja, das auch. Da habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht, nicht wahr, Lolita? Herr Heusmann, wie ist denn das generell, wenn Sie eine Frau ansprechen? Was passiert? Oder kommt es gar nicht dazu? Es kommt eher nicht dazu. Sie sehen die Frau Lolita hier, richtig, zu Ihrer Rechten? Ja. Sprechen Sie die bitte einmal an. Einen wunderschönen guten Abend, Dame. Hola. Sorry, so weit bin ich noch nie gekommen. Und jetzt muss es von dort an ja weitergehen. Sprechen Sie mal bitte Lolita an und zeigen Sie mal ganz kurz, wie Sie da rangehen an die ganze Nummer. Es geht eben, du Kerl, wie bist denn du, Eli? Oh, hola, Papi. Lust auf eine schnelle Nummer. Leco Mutter. So, in diesem Fall geht das ganz schnell. Ja, ja. Sie sehen, genau. Darauf stehen die meisten hier auf der Insel. Also mehr Macho. Bro. Genau, genau. Ja, wenn Sie eine Dame so zaghaft ansprechen, dann ist nachvollziehbar, dass es da tatsächlich zu dieser Reaktion kommt. Die Dame weiß nicht genau, ihr Ansprechen einzuordnen, fühlt sich eventuell bedrängt und so weiter und so fort. Und wenn Sie mit Selbstbewusstsein, aber nicht mit übermäßigem Selbstbewusstsein daran gehen, kann das Ganze funktionieren. Das wäre jetzt die eine Art. Die andere Art ist natürlich, dass ich gehe auf die Frau zu und sage, nicht direkt random mit 100 km/h, sondern eher wirklich langsam aufs Gaspedal treten und sich langsam herantasten. Erstmal fragen, wie geht es dir da mit den... Hätten Sie einen schönen Tag, etwas Informationen herausfinden. Wollen wir vielleicht mal eine Situation simulieren? Wollen wir vielleicht mal eine Nachtclub-Situation simulieren, Ayo? Ja, das kannst du hier machen. Ich habe gesehen, dass Ihr Drink fast leer ist. Soll ich Ihnen einen spendieren? Ja, gerne. Wie heißen Sie überhaupt? Lola. Also da ist viel Luft nach oben. Oh, da vorne ist eine Frau, die muss ich ansprechen. Bitte? Hallo, das ist mein Tochter. Schönen guten Abend, die Dame. Bernd Wolter, Diplompsychologe. Schön, Sie kennenzulernen. Das ist meine Tochter Rayleigh. Ganz klar. Ganz, ganz wichtig, dass Sie auch versuchen, sich klamottenmäßig ein wenig zu verändern. Denn so fallen Sie nicht auf. Sie sehen aus, als wären Sie gerade auf der Insel angekommen, wenn ich das so sagen darf. Dann kommen wir um das Gesprächsthema. Kommen wir jetzt mal bitte in den Kreis rein und wir vier Herren befinden uns schon in dem Gespräch, okay? Und Sie versuchen einfach mal einzusteigen. So. Jo, also ey, die eine Kachi davon letztens, Bruder. Super, die war super. Geil. Hey, Bernd, super, weißt super. Du noch, Bernd? Ey, wunderschöne heftig, Frau, ne? Wunderschöne Frau. Wenn man sich überlegt, wie sie so ihre Hüften geschwungen hat. Ey, Ben, alles gut bei dir? Jo, es geht. Alles gut bei dir, wo kommst du her? Vom Verarbeiter. Ja, sehr schön. Sehr schön. Junge, Alter, was hast du gesehen? Bro, dieses 6x vom, da fängt schon an, Digga. Da muss natürlich die Antwort aus der Pistole geschossen kommen. Ja, nicht vom Verarbeiter, sondern, ja, ich bin gerade ein bisschen hustling gewesen. Weißt du, ganz locker, flockig von der Seele reden, ja? Das geht ab, Ben, alles gut, hey. Jo, Ben, was geht, ja, Digga? Hey, Ben. Wie ist das? Was? Was? Ben, du bist... Was hat er gesagt? Bisschen die Stars, Digga. Was geht, ey, ab, Molo? Alles gut bei dir? Oh, was geht? Wie geht es dir, mein Guter? Ey, Ben, Digga, wie was läuft, Alter? Ich hab gehört, hier Nero steht drauf. Oh. Nee, was ist los hier? Du Scheiße. Ja. Wir machen jetzt nochmal ein Szenario. Ja. Mit meiner X-Row. Okay. Darf ich dann das Szenario mit deiner Tochter mal durchspielen, wenn das in Ordnung ist, Ayo? Nein. Okay, schade. Einmal bitte weg von meiner Tochter ist. Ja, das danke. Muss ich uns beide jetzt klatschen. Ab ins Wohnzimmer! Was? Ey. Aua! Ben, die Dame mit den Tattoos einmal bitte ansprechen. Die da steht. Ben, sprich mal hier. Ben, Lini, die Dame. Was denn? Junge, du sollst sie ansprechen. Welche? Die mit den Tattoos, Mann, Ben! Ben, sprich die Frau mit den Tattoos an! Hallo. Du stehst mit dem Rücken zur Dame. Was machen Sie? Ich kann nicht, ich muss auf Klo. Okay. Ganz wichtig ist da durchgehendes Selbstbewusstsein, ja? Ayo, nein. Er sitzt in der Bong. Sekunde, ich möchte einmal nur an der Bong ziehen, ganz kurz. Ben, du merkst, dass es eine Chaosstunde ist, ja? Ja. Bist du trotzdem zufrieden? Haben wir Fortschritte? Ja. Guck mal, wir sind sehr viele Leute gerade. Was hältst du davon, wenn wir was zu saufen holen? Wir machen eine Hausparty. Das ist doch eine Idee. Habt ihr Lust? Hausparty? Ben, eine Hausparty spontan? Ja? Hey! So! Also, wir haben insgesamt 38 Whisky, 30 Bier und 14 Ketamin. Ich war nochmal, Ihr Name, kenne ich Sie nicht? Bernd Wolter, ganz genau. Ach so, haben wir uns nicht am Würfelpark getroffen? Sie sind das doch, kann gut sein. Sind Sie nicht die Taxifahrerin? Ja, richtig, Jenny Jensen. Ah, genau, Sie waren nicht Single, ne? Ich habe einen wundervollen Ehemann. Es ist wirklich schade, es geht... Ja. Und rein in die Olga. So, Ben, Hüften schwingen jetzt, ja? Mollo, ja, Mann, so will ich dich sehen. Bernd, nein. Hallo. Rayleigh?
Darf ich dir mal kurz den Kleiderschrank zeigen? Ben, wenn du möchtest, weiter so mit meiner Tochter, dann sind unsere zukünftigen Pläne im Eimer. Hast du das verstanden? Ich wollte doch nur mal zeigen, was für Klamotten wir da unten hängen haben. Why, ist das so? Nimmst du den Bericht? Mollo? Mollo, alles in Ordnung? Mollo? Hallo. Hey, Ben! Hallo, Mollo. Mollo, alles gut? Ah, super. Jetzt hat der Strom ausgefallen. Mollo, komm mal bitte mit jetzt. Ich wollte mit dir einen Dreier mit der Tochter machen, aber nicht mit meiner Ex. Hey, was hast du gesagt? Alle auf ihn kommen, gehst schnell in die zusammen. Gib ihn eine. Hey, lass ihn in Ruhe. Ayo, bitte lass ihn in Ruhe. Ayo, bitte. Ayo, du hast deine Ex-Frau geschlagen. Ayo. Okay. Geht's dir jetzt schon besser? Du merkst ja, du kommst ja viel besser unter die Leute und sowas, oder? Auf geht's jetzt. Ich hau jetzt mal eine rein, damit du es fühlst. Jetzt auf! So, jetzt hoch da. So, Ben, ich will was hören. Na, Püppe, schon lange hier im Club? Ja, und selber. Ich hab gesehen, dass dein Glas ziemlich schon leer ist. Da knistert! Tam heute diese Roleplay. Anders gut. Guck. Aber meinst du, dass die Therapie jetzt heute geholfen hat? Ja, war eine wilde Party, oder? Auf jeden. Und das mit den Frauen kriegst du auch hin, meinst du? Ich glaube, da brauche ich noch vielleicht ein, zwei Anläufe. Ja, es kommt mit der Zeit. Gut, Jungs, ich mach mich auf, ja. Schönen Abend euch noch. Ganz viel Spaß. Ja. Mach's gut, ciao. Jo, danke, ciao.